Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine geehrten Geschwister. Der Ramadan neigt sich schon leider dem Ende zu. Und wir haben viel gefastet, viel Koran gelesen, viel gebetet, viel Dua gemacht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben viele Dhikr gemacht, Allah subhanahu wa ta'ala oft erwähnt, Gutes geboten und Schlechtes verboten. Wir haben versucht, unseren Charakter zu verbessern, uns gute Eigenschaften anzueignen. Und wir haben versucht, ein würdevoller Gastgeber gegenüber unserem ehrenvollen Gast im Ramadan zu sein. Meine geehrten Geschwister, egal was du bisher hingeschafft hast oder nicht, was du auf jeden Fall niemals vergessen solltest, ist, dass Allah in diesem Monat die Türen geöffnet hat zum Paradies und zum Feuer geschlossen hat. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala jeden Tag jemanden aus dem Feuer rettet. Und inshallah hast du und ich zu dieser Person gehört. Möge Allah subhanahu wa ta'ala deine Taten annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala dich festigen. Ich will dir nur noch ans Herz legen, die Tat, die du gelernt hast, oder die Sünde, die du unterlassen hast, lass das weiterlaufen bis nach Ramadan. Lass es nach dem Ramadan bis zum nächsten Eid laufen. Lass es vom nächsten Eid bis zu Muharram laufen. Und so weiter. Geh von Monat zu Monat. Hack es ab von mir aus. Mach eine Liste, Tabelle. Sag, ich habe es geschafft, den Monat. Ich habe den Monat geschafft. Führe das weiter bis zum nächsten Ramadan. Halte daran fest, damit das, was du in dem Monat Ramadan gelernt hast, das, was du dir angeeignet hast oder das, was du gelassen hast, das auch so bleibt. Dass deine restlichen Tage, die jetzt dann noch einfacher werden, weil du nicht mehr fastest, ja, diese Tat auch noch eher tun kannst und die bei dir bleibt, dass da eine Erinnerung vom Ramadan bleibt. Und wenn das passiert, ja, dann sagen die Gelehrten, das ist ein Beweis, dass dein Ramadan angenommen wurde. Wallahu alam, Allah, wir wissen nicht, was angenommen wird und was nicht. Aber wenn du es schaffst, das beizubehalten, das fortzuführen, ja, bis zum nächsten Ramadan und das dann da auch weiterzuführen, dann ist das inshallah ein Zeichen, dass wenigstens diese Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala angenommen hat. Deswegen, seid standhaft darin, seid geduldig, macht Dua, bittet Allah subhanahu wa ta'ala viel um Vergebung, bittet Allah subhanahu wa ta'ala viel um Verzeihung. Viele verstehen nicht den Hadith, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, man qama oder man sama, je nachdem, Ramadan, Iman wa ihtisaban, ghufra lahu ma taqaddama min dhanbihi. Das eine ist, wer fastet, das andere versteht, man kann auch alles zusammennehmen. Das heißt, wer den Ramadan komplett durchsteht, fasten, stehen, Koran lesen, ja, Iman mit vollem Glauben, muhtisaban, hoffend auf die Belohnung, ja, dem wird vergeben, was er an Sünden gemacht hat. Ja, und zwar alle Sünden werden dir vergeben, wenn du aufrichtig warst in deinen Bittgebeten. Der Iman, der Ramadan ist als Monat der Vergebung da. Und du machst jeden Abend, bittest du Allah um Vergebung, Verzeihung. Ja, du machst Dua jeden Abend und jeden Tag, bittest du Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung. Und wenn von einem von diesen Tagen das angenommen wurde, ja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dann gehörst du zu den Erfolgreichen, die ins Paradies gehen, inshallah ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch von ihnen machen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala meinen und euren Ramadan annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns wieder gemeinsam vereinen in Firdaus al-A'la, wie er uns hier vereint hat. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.